Moin Leute, Timex hier. Wir zocken weiter Factorio. Unendlich süchtig. Wir konnten gestern nicht aufhören. Und ich habe das erste Mal offstream heute Morgen 40 Minuten ein bisschen selber weitergespielt. Wollte nicht zu weit machen, weil sonst Rumatra sauer ist. Wir konnten jetzt erst starten, weil Rumatra Uni-Stuff und alles Mögliche hat. Wir müssen jetzt ganz doll zocken. Das ist hier ein Aufbauspiel. Wir sind auf dem Planeten abgestürzt, haben unsere Werkzeuge, müssen jetzt alles Mögliche bauen und automatisieren. So sehr ähnlich wie Satisfactory. Das Ganze aber besseres Kampfsystem, auch Tower Defense und alles Mögliche drin. Dafür sieht es so aus, wie es aussieht, wobei das eigentlich auch absolut in Ordnung ist. Es geht bei diesem Game einfach ums Prinzip und das ist unfassbar geil. Alle Folgen kommen auf Second Try und jetzt würde ich euch sagen, wünsche euch ganz viel Spaß mit den Highlights. So, Rumatra, ich weiß nicht, ob du gesehen hast, was ich hier unten gebaut habe, als du weg warst. Hast du es gesehen? Was du unten gebaut hast? Ja, die ganze... Oh nee, what the fuck? Ich habe oben geschaut. Die 40 Minuten gemacht, die Solaranlage. Und es ist noch nicht angeschlossen. Die Akkus halten extrem krass. Wir verbrauchen gerade in unserer Mainbase, ich muss ganz kurz Erforschung starten. Wir verbrauchen in unserer Mainbase jetzt gerade 7 MW, ja? Ja. 7 MW und mein Netz hier unten 33,3 MW. Das heißt, das ist das Fünffache fast. Das ist so chillig. Wir haben nie wieder Stromprobleme. Das Einzige, was schwierig ist, die Batterien finde ich oben. Oh, so stark, ne? Ich habe dir das gesagt, dass wir so hart fürs Schwefel gegangen sind und für die Chemie da oben. Zahlt sich so immens aus. Das glaube ich dir. Langfristig. Je mehr man baut hierbei, desto krasser verschmutzt man die Umwelt und desto heftiger wird man von den Aliens angegriffen. Die sieht man hier als rote Punkte. Die kommen immer wieder regelmäßig. Wir haben jetzt schon fast eine Mauer einmal drumherum. Wir haben ein paar Geschütze. Alles noch sehr, sehr simpel, aber immerhin haben wir jetzt eine Defense. Hier oben ist unser Außenposten. Der ist auch komplett autark. Der versorgt sich selber mit Strom und Batterien und Solaranlagen. Und der ist nur dafür da, hier oben. Ohne Witz, ich komme mir vor wie ein scheiß Pro-Player, dass wir das so gerockt haben. Ja, ja. Guck mal, wie kommen wir unsere Base an? Wenn du rauszoomst. Ja, das ich bin jetzt oben. Aber ja. Alter, der hat in der Zeit 220 Batterien hergestellt. Ich habe echt Angst, wenn du so... Ich baue die ganze Zeit nur so kleine Sachen. Wenn du so richtig dicke Dinger baust, dass wir danach von Aliens absolut überrannt werden. Ah, jetzt ist es falsch verbunden. Moin, sag ich dazu nur. Das ist jetzt die Eisenbahn. Und die ist jetzt gar nicht gesichert. Die wird auch 100 Milliarden prozentig attacked. Boah, das ist hart, ey. Das ist Game, das fordert einen auch. Aber ist doch das Geile. Wie viel Militär es gibt, ne? Ja, ja, ja. Wir müssen so doll kämpfen gegen die später noch. Abartig wird das ein Kampf werden. Das wird ja ein scheiß Krieg der Welten werden. Also erstmal for real. Das fährt ja klobig, das Auto. Ja, du fährst auch Sachen kaputt, wenn du dagegen fährst, gell? Du musst aufpassen. Du darfst nirgends gegenfahren. Und du musst es ab und zu reparieren mit so Repair-Kits. Oh mein Gott, holy shit. Hier ist die größte Alien-Base, die ich je gesehen habe. Hier ist ja alles voll. Guck dir das mal an. Oh, ich seh's nicht. Ach, Digga, das ist doch scheiße. Dagegen sind wir überhaupt nicht ready, um die zu verteidigen. Null. Null. Ja, ich sehe es, die ist ja gigantisch. Die ist direkt neben uns. Das weiß ich nicht, ob ich das... Ich wollte jetzt kurz losfahren, noch ein Eisenvorkommen suchen. Aber, Digga, hier ist ja alles. Wir sind ja umzingelt. Oh, hier, ich hab was, ja. Oh mein Gott, ist hier wieder viel Gegner. Digga, Rumatra, das ist nicht geil. Was hast du für Servereinstellungen? Standard, alles Standard, normal, komplett normal. So spielt jeder Normale das Spiel. Das ist nicht normal. Kann nicht normal sein. Hoffentlich klappt das. Rumatra, wenn ich mich bis 19.30 Uhr, wenn du nichts von mir gehört hast, ruf die Polizei an, okay? Gehst du los und Eisen holen, oder was? Ja. Stahlträger, Eisenplatten, alles. Ist auch geil, dass ich einfach nachts losgehe. So, das sind die Geschütze, die sind die gepimpt und wir haben eine Mauer. So, wie groß ist das Ding denn? Wie viel sind denn das? Wie viel Artillerie hat Dinger? Kann man das sehen auf Distanz? 1, 2, 3. Alter, das sind... Oh, das sind echt zu viele Spawner. Wie viel Würmer? Wie viel Artilleriewürmer? Sieht man das schon? Ich will nur ein bisschen Eisen haben und alles... Oh, gemacht. Sie kommen! Brauchst du Hilfe? Ich hoffe nicht. Wir haben echt die Powergeschütze. Die deleten ja alles. Welche Powergeschütze? Ja, also die krasse Munition haben wir jetzt, ja. Die Munition ist geil, ja. Aber solange die kommen ja unendlich, die haben ja die unendlichen Spawner, die Viecher, ne? Ja. Das heißt, irgendwann geht die Munition leer, das heißt, ich muss die Spawner zerstören, aber das sind die Würmer und die Würmer sind so stark in Artillerie. Also die Geschütze sind mächtig. Oh, das sind schon größere! Ich hatte das erste Mal ein Level 2er Alien gesehen. Ja, das ist das, oh mein Gott, das Ding ist huge, so haben wir die starke Munition. Ja, ich muss so doll
Ein Wurm zerstört, wichtig. Fuck. Da ist ein Level 2er Alien wieder. Alter, ich will doch nur ein bisschen Eisen haben. Warum sind das so scheiß viele? Leute, darunter ist noch ein Lager von denen. Oh. Ich dachte, das ist hier Wirtschaftssimulator, Mann. Holy shit. Let's go. Warum war das so strong von mir? Holy shit. Der Umatra. Wir sind jetzt ein scheiß Krieg. Wunderbar. Alter, wie geil. Hab ich's gerockt mal wieder. Das gibt's doch nicht. Ach Digga, ich rock's halt komplett. Umatra, lass mal Squads tun, dass die Leute sehen können, wie krass ich bin im Game. Okay. Vergleich zu dir, damit die Zuschauer von dir rüberkommen und sich denken, holy shit, was ist krass eigentlich. Richtig, das ballert ein. Alter, das war, guck mal Leute, eben war hier noch alles Alien. Jetzt habe ich das einfach, mir einfach das Stück Land geklaut, genommen und es wird ausgebeutet und Luft wird verpestet. Innerhalb von wenigen Minuten. Eben kam ich noch mit dem Auto her und mit einem Sturmgewehr mit einem vollen Magazin. Und jetzt ist das hier, ist das nicht übertrieben geil? Haben das jetzt hier alle gecheckt und könnt ihr verstehen, wie geil das ist, bitte? Geh da mal hin. Bin ich. Alter. Okay. Oh mein Gott, das ist neuer! Oh ja, guck mal! Ich knall ihn ab. Oh mein Gott, nein! So, das klappt hervorragend. Oh mein Gott, das auch. Geil. So, jetzt können wir nichts mehr erforschen, gar nichts mehr. Nur noch jetzt geht's weiter mit den krasseren Tränken und das wird schwierig. Krass, oder? Echt, jetzt haben wir jetzt alles erforscht? Ja. Alles erforscht. Oh fuck, ich muss einfach den kompletten Motor automatisieren. Das ist halt das Eklige. Ey, alles, was ich mache, funktioniert, Max. Bei mir auch. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, wie das sein kann. Ich hab Motoren automatisiert. Echt jetzt? Für die Herren, wir haben blaue Tränke. Ich habe schon die schweren Schaltkreise automatisiert. Das Problem ist... Was? Die waren einfach nur Aliens und ein kleines Eisenvorkommen. Eine Stunde, 10 Minuten später sind die alle tot. Hier ist eine riesen Defense-Anlage, unfassbar viel Strom mit Solarenergie, die sogar nachts genug hat. Und jetzt werden hier Motoren automatisiert. Ich möchte, dass es steigt. Und es steigt. Und auch in einer wunderbaren Geschwindigkeit. Also ich weiß nicht, Solarenergie ist einfach... Das macht in jedem Game so unendlich viel Laune. Werden alle verbaut. Glaube ich dir nicht. Abgelehnt. Glaube ich dir nicht. Sind noch ein paar übrig. Kann ich dir nicht glauben. Ich brauche ungefähr jedes... Wir haben unendlich Strom. Wir brauchen nur grüne Schaltkreise. Hast du nicht gesagt. Kannst du nicht mit roten Schaltkreisen krasseren Scheiß machen? Nein. Die roten sind unfassbar useless für uns. Also wir brauchen unbedingt grüne. Das machst du aber immer. Du baust immer das Komplizierteste, was geht. Das war auch bei Satisfactory so, dass wir am Ende keine Eisenstangen mehr und Kupferplatten hatten, weil du alles immer verbaut hast und keine Zwischenlager, wo du was abgespeist hast, gebaut hast. Erinnerst du dich? Mach weiter mit, was du weitermachen wolltest. Ich kann nicht weitermachen. Ja, es ist tagsüber. Natürlich habe ich kein Stromproblem. Alter, wieso? Ich freue mich. Übel Bock. Freue mich ganz toll. Wir spielen einfach weiter. Wie geil. Ich mache ein Intro. Moin Leute, Tribex hier. Wir zocken weiter Factorio, Umatra und ich übel süchtig. Wir haben vorhin Stunden gezockt. Jetzt hatten wir eine kurze Among Us Session mit den anderen und jetzt zocken wir einfach weiter und wir haben beide total Bock. Mach du erstmal grüne Paletten nochmal, das ist ganz wichtig. Dafür brauche ich Eisen. Kann ich hier nicht... Achtung, Alarm! Ja? Rede weiter. Kaktusfarm ist voll, deswegen habe ich den zweiten PC hier offen, geil. Alter, wir können jetzt ein GJ speichern. For real? Mhm. Das ist heftig. So. Ich denke, meine Base hier außen ist so von Aliens ummantelt. Ja, wir müssen demnächst mal in den Attack gehen. Wir müssen die mal ein bisschen kleiner machen. Das bockt nicht, dass hier so viele Aliens sind. Können wir irgendwas machen, andere Technik irgendwie erforschen, dass wir nicht so viel Umweltverschmutzung haben, weil es werden leider einen Ticken zu viele Aliens. Das ist ein bisschen wack. Oh, was? Ich werde hier attacked? Wieso haben wir keine... Ach doch, wir haben sogar eine Meldung bekommen. Ey, Romata, muss doch mal gucken. Wenn du da oben attackt wirst, was muss ich denn da gucken? Digga, die kommen hier regelmäßig, die Viecher. Ups. Ja, wir haben es über... Das ist ganz schwierig. Wir spielen das Game falsch, Max. Wieso? Solar ist nicht so wichtig, glaube ich. Ich glaube, wir fliegen aufs Maul. Warum denn?
Weil, was hast du gemacht, um uns voranzubringen in der letzten Zeit? Motoren. Ja, herein. Oh, herein. Mach einen Haufen Züge. Was ist denn die für Range? Das sind so halbe Verfolgungsschüsse, Mann. Oh, Digga, jetzt wird mich Kog'Maw angreifen. Kog'Maw. Nein, es ist ein großer Wurm, oh mein Gott! Ich bin tot, Rumatra, helf mir mal bitte. Wie? Mittelgroßer Wurm, der ist überhaupt nicht gestorben, mich geone-shottet. Du bist gestorben, du hast oh mein Gott, Rumatra. Ich komm mit. Nein, komm mit, ich will gar nicht einsteigen bei dir. Da, nimm das. Guck mal, ich hab immer zwei dabei. Ohne Kohle, danke. Ja, danke für keine Kohle im Auto. Ja, ich komm nicht ganz benutzen. Gott, hol dir halt kurz Kohle. Ich hatte ja auch diese Angriffswürmer, die Assis. Und hier ist auch Level 2er. Ah. Davon brauche ich zwei. Davon brauche ich eine Menge. Ah, was ist das denn? Was ist das denn? Ich weiß es nicht, Max. Die Gegner werden immer schwerer, das macht keinen Sinn, du Rumatra. Es macht einfach keinen Sinn, was wir hier machen. Ja, die sind ultra hardcore. Ich glaube, also wie gesagt, wir spielen das Spiel auf schwer, weil du mit Solarpanel spielst. So, falsch. Ich hab doch eine halbe Stunde keine. Ich hab seit Jahren keine Solarpanels mehr gemacht. Nice, das wurde kaputt gemacht. Let's fucking go. Ich hab den ganzen großen mit Level 2ern, mit Würmern, mit den Fernkämpfern. Ich hab hier gerade 7 Millionen Aliens getötet. Du hast sie alle vernichtet? Alle. Ich hab das komplette Riesending geklärt. Ich hab den. Ich freue mich so sehr, dass ich dich dazu gebracht habe, das zu spielen gerade. Same. Sonst hätte ich das alleine spielen müssen und es wäre immer noch sehr geil gewesen, aber. Es ist einfach pervers. Es macht ja so einen Heidenspaß. Ja, ja. Krass, ne? Ja, es ist unglaublich. Ich verstehe es auch gar nicht. Oh, ich habe jetzt hier ein Radar gesetzt. Alter, what? Das sind... Oh mein Gott! Diese Base schaffen wir nicht einzunehmen. Zeig mal. Oh mein Gott. Das sind alles mittelgroße. Der eine, der mich getötet hat. Davon sind einfach 20 Stück. Mittelgroßer Wurm. Und ganz viele mittelgroße Beißer. Ja, ich so nun... Ja, die dürfen auf gar keinen Fall angreifen. Ich bin ganz schön close neben denen hier mit meinem Kupfer. Wie viele Leichen hier sind, Mann. Hm. Oh, da kommt schon wieder was. Die Angriffe werden immer häufiger. Das finde ich echt unheimlich. Warum ist das auf einmal hier so ein Horror-Game? Oh, gleich hier. Oh, mein Gott. Nee, ich bin gerade mehr satisfied als du. Das glaube ich nicht. Und vielleicht im Moment noch. Okay, im Moment gebe ich dir noch. Im Moment gebe ich dir noch, dass du mehr satisfied bist. Ich gebe es dir. Aber gleich nicht mehr. Sowas von nicht mehr gleich. Alter, das waren jetzt schon 300. Ich habe viel zu viele. Blaue Tränke? Elektronische Schaltkreise. Ach die so. Grünen. Ach, die hast du gerade automatisiert, oder was? Ja. Schmeckt. Alter, ich habe es alleine geschafft. Wie krass. Was denn? 500 blaue Tränke habe ich gemacht und das Ding fertig erforscht. Ich weiß nicht, ob es so viel Sinn macht, jetzt nochmal die normalen Geschütze zu bauen. Ich bin nämlich gerade eine große Verteidigungsanlage, aber wenn Lasergeschütze mit Strom funktionieren, ja, dann sollten wir definitiv das machen. Ich denke auch. Oh, so viele blaue. Das ist erforscht, oh mein Gott. Ach, Digga, wir können die Laserdinger nicht bauen. Wir brauchen ganz schnell die grauen Tränke. Ja, dann hast du mich gerade zurückgeworfen, indem du gesagt hast, ich darf nicht nach unten expandieren. Boom. Oh, ich mach so viel blaue Tränke, Max. Es läuft so sehr die ganze Zeit. Ja, ich habe schon locker 1000 Tränke jetzt gemacht. Sau stark. Das wären ja wahrscheinlich wieder zu viele. Nee, kann nicht zuerst mal. Ich glaube auch nicht, dass das sein Doch kann. Nicht. Oh mein Gott, Riesenangriff. Was ist das? Was ist das auf der Karte? Ich verklick mich die ganze Zeit. What the fuck? Kann man das sehen? Scheiß Problem. Alles tot? So schnell? Oh, da sind echt drei Geschütze. Aber die haben Damage gemacht. Sind das neue Viecher? Was ist das? Wir brauchen jetzt echt mal die Lasergeschütze, sonst kotze ich. Sauber. Ah, wie chillig war das. Wie viel Schwarze hast du gerade? Im Moment habe ich in meinem Inventar 38. Zusammen sollten wir jetzt genug haben für die Lasertürme. Echt? Ich glaube ja. Chillig.
Wie viele Blaue sind inzwischen reingekommen? Ach, das ist ja entspannt. Guck mal, kannst du mal kurz ein Auge auf die Blauen werfen? Strong. Nur, wie viel sind's? 200, 400, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 Blaue, Max. Ja, ja. Ja, was denn? Das ist krank. Wo tue ich meinen Schwarzen hin? Immer da rein, in irgendein Labor. Am besten das erste links oben sozusagen, weißt du? Und wenn wir dann gleich die Öfen und die Geschütze haben, machen wir ja alle Ressourcen, die man aufbrauchen könnte. Oh, das Geschütz ist fertig. Jetzt hoffentlich ist das leicht zu bauen. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Lasergeschütz, was brauchen wir? Oh, Batterien! Nein. Du hast doch Batterien schon, oder nicht? Ja, 50 Stück vielleicht. Wir brauchen pro Turm 12 Batterien. Oh. Let's go. Aua. Super. Warte mal. Aua! Mann, wie lang, fährst du immer so langsam hier lang? Ey, Max, jetzt warte mal auf, okay? Da oben kommen die ersten, siehst du sie? Oh fuck, kommen wir denn da hin überhaupt? Oh, lässt sich durchmanövrieren, würde ich sagen. Einen habe ich ausgeschaltet. Ein Wurm? Ja, ich habe einen Wurm. Mach du den einen, ich mach den anderen Wurm. Beide Würmer tot, haben gewonnen. Und der dicke Wurm. Oh, das ist ein dicker Wurm. Alter, wie geil. Wieso macht das auch so viel Spaß? Ja, oder? Das macht auch übel viel Spaß, ne? Das macht übel Spaß. What the fuck? So, hier jetzt ganz schnell ein Geschütz hinpacken. Damit sich die Vollidioten hier nicht nochmal wieder ansiedeln. Ein Geschütz reicht, die kommen nicht wieder. Können wir mal die Bubble, die dichter an meinem Kupfererz dran ist, wenn wir jetzt eh auf Clear-Zug sind, das auch clearen, bitte? Klar, klar, klar. Es ist so krass. Wir haben hier so viel Spaß. So viele Zuschauer auch. Natürlich ist nicht die große Masse. Es ist hier kein Fortnite oder Fall Guys oder das, ne? Ja, ja. Aber das, von einigen Leuten ist das das Lieblingsgame. Die freuen sich so sehr. Die schauen uns sehr gerne zu bei dem, was wir machen. Darf ich nicht ein bisschen ballern mit meinem Auto? Wenn du stirbst, bin ich überpisst. Ich bin so tot. Ja, ich hab's verkackt. Das, ich hab's dir gesagt. Ich weiß nicht, warum man das macht. Ich versteh's halt nicht. Es war so beschissen. Fuck. Fuck, das war das Schlechteste, was ich je gemacht habe. Ich hab's ja auch vorher halt gesagt. Ist das ja, ich hab's nicht geglaubt, aber du hattest mal wieder recht. Ist das nervig. Oh, das sind ja... What the fuck? Das sind viel zu viele auch. Zwei Geschütze reichen gar nicht. Oh, ich muss... Kannst du knicken. Ich komm da nicht hin. Wir haben keine Waffen dafür. Schaffen wir nicht, oder was? Nee. Ich lauf immer wieder in die Plörre rein, automatisch. Jetzt haben die hier... Sie haben gefühlt eine Mauer aus Säure hingebaut. What the fuck? Ich komme nicht mal in die Nähe. Ich habe mich nur aufs Ausweichen konzentriert und das ging noch nicht mal. Ich platziere da ganz schnell drei Geschütze, ja? Und machst Munition rein und ich repariere nur dagegen wie ein Blöder. Das Munition rein tun dauert aber ein bisschen, ja? Ja, ich repariere und du platzierst. Ich kann die Munition nicht rein tun? Ja. Ja, alles tot, alle drei. Das macht gar keinen Sinn. Sieh das an. Es ist zu hart. Wir haben die falschen Waffen dafür. Das sind viel zu starke Gegner. Ja, wir sind zu schwach. Mit genügend Zeit. Das sind so viele Würmer. Guck mal, wie viele Würmer das sind. Wir haben einen getötet. Da kommen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das sind 15 Würmer oder so. Kannst du knicken. Fahr du mal links lang und ich versuche rechts Geschütze zu platzieren. Vielleicht klappt das ja so mit Ablenkung, weißt du? Links lang, genau. Fahr. Bin tot. Instant tot! Ich hab noch nicht mal Munition reingetan. Ich konnte weder reparieren, Geschütze machen, nichts. Diese Scheißlager habe ich die ganze Zeit neben mir beim Kupferbaum. Weißt du, wie aggressiv und brutal die sind? Wir werden die so auseinandernehmen. Ich bin jetzt gar nicht mehr, ich möchte gar nicht mehr vor diesem Planeten flüchten, was die eigentliche Aufgabe ist. Ich möchte einfach sämtliches Leben auf diesem Scheißplaneten auslöschen. Und das finde ich saugeil. Ich habe jetzt all meine Tränke verloren, die sind jetzt auch weg. Ich hatte 200 schwarze Tränke, liegen da jetzt auch. Lass speichern und fertig, speicher. Ich muss noch Alter, nächstes Mal wird so krass. Weißt du, wie krass das nächstes Mal wird? Alter, ich habe jetzt schon wieder Bock auf nächstes Mal, aber ich war auch abgefuckt. Aber ich habe ja auch Bock.